Stefan, 3:1 Erfolg hier in Groß-Asbach und wieder mit einem furiosen Finish. Macht dir diese Mentalität gegen Ende des Spiels irgendwie langsam schon Angst? Ja, gar nicht. Wir spielen so lange, bis der Schiedsrichter abpfeift und wollten unbedingt das Spiel noch gewinnen. Wir haben nicht so gut angefangen. Wir haben in der Halbzeit gesagt, wir müssen aggressiver sein. Und ich glaube, am Schluss haben wir auch gezeigt, dass wir den Sieg unbedingt wollten und wir haben auch dann verdient 3:1 gewonnen. Was war aus deiner Sicht heute ausschlaggebend? Ich glaube, wir hatten 4 Chancen und machen 3 Tore. Das war das Wichtigste. Und klar, die machen ein Kontertor. Wir wussten, dass sie konterstark sind. Aber schlussendlich haben wir gewonnen und das ist das Wichtigste. Du heute mit 2 Toren im Hinspiel, beim 5:0 Kantersieg auch mit 2 Toren. Asbach scheint dir irgendwie zu liegen, oder? Ja, kann man so sagen. Im Hinspiel schon mit 2 Toren, jetzt heute schon wieder. Ich glaube, beim Hinspiel war auch Moritz Kuhn mit der Flanke, wo ich das Kopftor mache. Und heute genau gleich. Ich glaube, das war jetzt der 3. Sieg in Folge. Wie viel Spaß macht dieser Lauf im Moment? Ja, das ist gut. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen noch. Und ja, wir freuen uns schon auf Erfurt am Freitag. War das heute eigentlich das erste Auswärtsspiel, das unsere Fans dann mit ihrer Präsenz dann auch nochmal fast zu einem Heimspiel gemacht haben? Ja, klar, unsere Fans haben uns sehr, sehr gut unterstützt, auch bis zum Schluss. Und das ist sehr schön. Dankeschön. Bitteschön.